Es geht um die Frage, von welchen Größen eigentlich die Stärke der Gravitationskraft abhängt. Es gibt eine klassische Überlegung zu dieser Frage, die auf Isaac Newton zurückgeht, so wird es zumindest erzählt. Und die ganze Geschichte handelt von dem berühmten Apfel. Stellen uns also so einen Apfel vor. Und naja, wir sagen mal, seine Masse, das ist ein sehr kleiner Apfel, ist 0,1 Kilogramm. Dann ist seine Gewichtskraft, naja, m mal g. G ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, also sagen wir 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ergibt also ein Newton. Okay, so, jetzt haben wir also diesen Apfel mit der Gewichtskraft 1 Newton. Und jetzt sind wir ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Gewichtskraft eine konstante Kraft ist. Also nicht davon abhängt, wo wir auf der Erdoberfläche eigentlich sind. Man stellt aber fest, wenn man sehr genau nachmisst, dass die Gewichtskraft nicht konstant ist, sondern je weiter man vom Erdmittelpunkt entfernt ist, desto geringer wird diese Kraft. Und um diese Abhängigkeit genauer zu untersuchen, müsste man sich jetzt mal den Apfel vorstellen in sehr weiter Entfernung und dann überlegen, wie groß wäre denn dann eigentlich seine Gravitationskraft. Die ja, revolutionäre Idee in der ganzen Überlegung ist, dass die Gewichtskraft, die die Erde auf den Apfel ausübt, die gleiche Kraft ist, mit der die Erde auch den Mond auf seiner Bahn hält. Also ja, in dieser Idee schlägt man die Brücke zwischen Dingen auf der Erdoberfläche zu Dingen, die im Sonnensystem oder im Weltall passieren. Also eigentlich in einem ganz anderen Bereich. Aber die Idee ist, es ist die gleiche Gravitationskraft. Und wir überlegen jetzt mal, was wäre eigentlich mit dieser Gewichtskraft des Apfels, wenn der Apfel nicht an der Erdoberfläche, hier sagen wir, das hier ist die Erde, mit dem Erdradius r, da hier sitzt der Apfel auf der Erdoberfläche, hat die Masse 1 Newton. Und jetzt bringen wir ihn an die Stelle, wo eigentlich der Mond ist. So, das ist jetzt keine maßstabsgetreue Zeichnung. Der Mond ist in ungefähr 384.000 Kilometern Entfernung. Das sind 60 Erdradien, so ungefähr. Nun, wenn wir jetzt den Apfel an die Stelle bringen, wo der Mond ist, dann ist ja der Mond im Weg. Und außerdem, naja, würde natürlich die Masse des Monds den Apfel auch anziehen. Also stellen wir uns mal vor, der Mond wäre weg und der Apfel wäre jetzt einfach praktisch auf einem Punkt auf der Mondumlaufbahn. Also das soll die Mondumlaufbahn sein. Und hier ist unser Apfel. Und dieser Apfel ist also in einer Entfernung von 60 Erdradien vom Erdmittelpunkt entfernt. So, wenn wir jetzt diesen Apfel an diese Stelle bringen und da loslassen, dann fällt er runter. Das bringt uns jetzt erstmal nicht so viel. Wir wissen aber, dass der Mond, der fällt ja nicht runter auf die Erde. Und das liegt eben daran, dass er sich mit genau der richtigen Geschwindigkeit auf der Mondumlaufbahn bewegt, so dass er praktisch die ganze Zeit an der Erde vorbeifällt und auf eine ja, nahezu Kreisbahn kommt. Das heißt, wenn der Apfel sich mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen würde wie der Mond, dann würde er nicht runterfallen, sondern dann würde er auf der auf der Mondumlaufbahn um die Erde kreisen. Okay. Die Geschwindigkeit kann man aber ziemlich einfach ausrechnen, wenn man sich überlegt, dass der Mond eine Umlaufdauer hat von 27,3 Tagen. Das kann man natürlich in Sekunden umrechnen. Das sind, Moment. 2,36 mal 10 hoch 6 Sekunden.
So, das ist die Mondumlaufdauer. Und die Strecke, die der Mond zurücklegt in der Zeit, ist 2 mal Pi mal der Radius der Mondumlaufbahn, also in diesem Fall 2 Pi mal 60 groß R. Und das R, das war ja eben der Radius der Erde, also ungefähr 6.400, sagen wir mal. 6.400 Kilometer. Müssen wir natürlich auch in Metern umrechnen gleich. Okay, also, damit kriegen wir die Geschwindigkeit raus. V ist dann einfach S durch T, das ist die Bahngeschwindigkeit. Und die Kraft, die jetzt also die notwendig ist, um den Apfel auf genau dieser Kreisbahn zu halten, das ist die entsprechende Zentripetalkraft. Und diese Zentripetalkraft, die wird von der Gravitationskraft aufgebracht. Das heißt, diese beiden Kräfte sind identisch oder anders gesagt, die Gravitationskraft wirkt als Zentripetalkraft und bringt den Apfel auf eine kreisförmige Umlaufbahn. Ja, damit können wir eben an Informationen über die Gravitationskraft an der Stelle 60 R oder auf diesem Bahnradius erhalten. Also gucken wir mal, wie groß wäre denn jetzt also diese Zentripetalkraft? Die Formel für die Zentripetalkraft ist m mal v Quadrat durch r. So, und v, das ist die Bahngeschwindigkeit. Naja, gut, jetzt kann ich hier so ein paar Dinge einsetzen. V haben wir ja gesagt, ist 2 Pi mal r durch t zum Quadrat durch r. Das kann man ein bisschen vereinfachen. Dann kriegen wir raus, das ist 4 Pi Quadrat r Quadrat durch r mal t. Oder nochmal gekürzt, 4 Pi Quadrat mal r durch t. Quadrat natürlich. Ja, t Quadrat. So, 4 Pi Quadrat r durch t Quadrat. So, da setzen wir jetzt die Größen ein, die wir eben benannt haben. Also die t, groß T ist die Umlaufzeit des Mondes in Sekunden. R ist 60 mal der Erdradius. Naja, und 4 Pi Quadrat, heißt der Taschenrechner. Und man kriegt raus, dass das ungefähr 2,724 mal 10 hoch minus 4 Newton sind. So, also was haben wir herausgefunden? Wenn also unser Apfel hier ist, auf der Erdoberfläche, also in der Entfernung des Erdradius vom Erdmittelpunkt, dann ist die Kraft ein Newton. Also bei R haben wir ein Newton. Wenn wir jetzt die Entfernung vom Erdmittelpunkt versechzigfachen auf die Mondumlaufbahn, dann ist die Entfernung 60 R. Und dann bekommen wir raus, naja, 2,7 mal 10 hoch minus 4 Newton. So, und jetzt kann man überlegen, hier haben wir mal 60 genommen. Und was ist hier passiert? Naja, jetzt muss man ein bisschen überlegen, aber man findet raus, ein 3600stel, das sind 2,7 Periode mal 10 hoch minus 4.
Es ist fast die Zahl, die wir rausgekriegt haben. Also kann man sagen, wenn man hier die Entfernung mal 60 nimmt, dann muss man die Kraft durch 3600 teilen. Oder, naja, das ist 1 durch 60 zum Quadrat. So, was bedeutet das jetzt? Das heißt, wir haben herausgefunden, die Zent nee, Quatsch, die Gravitationskraft die hängt ab wie 1 durch r Quadrat von der Entfernung zwischen den Objekten. Also, wenn man die Entfernung verdoppelt, dann viertelt man die Kraft und wenn man die Entfernung versechzigfacht, dann kriegt man ein 3600stel der Kraft. Das ist diese klassische Überlegung und das kommt eben daraus, dass man die Zentripetalkraft auf der Mondumlaufbahn für ein Objekt ausrechnet. Ja, das ist aber nicht alles, was man rauskriegen kann. Also, um das Ganze zusammenzufassen, könnte man jetzt sagen, wir haben herausgefunden, die Gravitationskraft ist proportional zum Abstand zu 1 durch den Abstand zum Quadrat. Würde man jetzt einen schwereren Apfel nehmen, dann naja, wäre die Gewichtskraft entsprechend größer und Sie wissen vielleicht auch, wenn man die Masse des anziehenden Objekts, also hier der Erde, vergrößern würde, auch dann ändert sich die Kraft proportional. Also auf anderen Himmelskörpern mit anderen Massen bekommt man halt andere Beträge für die Gravitationskraft. Also wenn ich mal Groß M die Erdmasse bezeichne, dann ist auch das proportional. Man kann also sagen, die Form des Gravitationsgesetzes als Term erhalten wir. Wesentlichen als die Masse des Objekts mal die Masse des anziehenden Objekts geteilt durch den Abstand der beiden zum Quadrat. Und damit das jetzt eine Gleichung wird, gönnen wir uns noch eine Konstante. Und diese Konstante heißt Gravitationskonstante. Die muss man jetzt noch rausfinden durch eine Messung. Und Sie ahnen vielleicht, wenn man jetzt diese ganzen Koeffizienten zusammennimmt, dann kriegt man das kleine g und das sind die 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, wenn man an der Erdoberfläche ist. Ja, also das ist dann m mal g, wenn man praktisch auf der Erdoberfläche ist für r gleich klein r. Und wenn man woanders ist, weiter draußen, zum Beispiel auf der Entfernung, auf der sich die ISS um die Erde bewegt, oder dort, wo geostationäre Satelliten sind, oder da, wo der Mond ist, oder noch weiter weg, dann gilt eben dieser Term und mit dem kann man jetzt die Gravitationskraft ausrechnen. Das nennt man ja das Newtonsche Gravitationsgesetz.